schönen Facebook-Community und unsere YouTube-Abonnenten. Wir hoffen, es geht euch gut. Hier ist wieder euer Stars-Team. Jetzt geht wieder Frischkäse mit der Folge Nummer 5. Genau, und mit Opa, du auch noch. Hallo. Richtig. Und wir haben es geschafft. Wir haben Mokri-Kit. Unser Efrit ist auch da. Und wir haben 2 weitere Karten, die wir euch jetzt vorführen. Wir haben hier hin und her probiert. Die grau unterlegten, das sind die, die wir gewonnen haben, verloren haben, hast du nicht gesehen. Wirklich ein hartes Stück Arbeit. Was wir jetzt haben, ist diese hier. Diese hier. Und natürlich diese hier. Das ist Mokri-Kit. Den haben wir uns jetzt geholt. Und jetzt gehen wir gleich zur nächsten Station. Diesmal werde ich die Vorarbeit leisten hier. Werde die nächste seltene Karte holen und der Opa holt dann die Excel-Karte und kann aber nach dem erfolgreichen, hoffen wir mal, erfolgreichen Übernehmens der Quiz-Disc-Karte, wo wir jetzt hingehen, wird er dann noch ein bisschen weiterspielen und uns noch ein paar Karten holen. Und was wir aber dann genau noch vorhaben, nachdem wir jetzt hier wahrscheinlich die Karte holen, weil wir gewinnen ja auch so noch ein paar gute Karten, schätze ich, je nachdem. Ja, werden wir mal gucken. Entweder wir spielen noch Karten hier in der Folge oder wir zeigen euch einen Efrit. Was wir da genau machen, werden wir schon mal sehen. Gehen wir auch mal zu den 2, egal. Irgendeine von beiden hat sie. Einfach so lange spielen, bis die Quiz-Disc-Karte da ist. Und wünsche euch viel Erfolg und mir jetzt natürlich auch. Die ist nicht mehr dabei. Und wir fangen hier an, mal ein bisschen abzudecken. Nehmen wir mal den. Wahrscheinlich dann mit dem 7er reingehen. Ja, aber ich muss mir Punkte holen. Ich weiß. Ich kann es nicht zulassen, dass ich hier ohne Punkte dastehe. Das geht ja, eigentlich. Ja, ich weiß. Deswegen werde ich jetzt das hier machen. Das würde sich die wieder und damit heißt es unentschieden, Freunde. Wir haben nichts gewonnen, nichts verloren. So sollte es sein. Und weiter geht's. Wir kriegen die Karte. Ich glaube fest dran. Da ist er. Da ist die Quiz-Disc. Ganz oben ist die Quiz-Disc-Karte und die wollen wir uns natürlich jetzt holen. Wird kein einfaches Unterfangen, aber wir können absichern. Ja, wir können absichern. So dass der jetzt was machen muss. Und wir könnten jetzt entweder auf Nummer nach oben hat er eine 6. Er hat alles nach oben. Da können wir jetzt hier. Dichte machen, weil jetzt kommt er nämlich ohne mehr ran. Wir können uns aber jetzt folgendermaßen dieses Ding holen. Jetzt ist er dran und jetzt haben wir gewonnen und wir haben die Quiz-Disc-Karte für uns erobert, Freunde. Und da ist er. Da ist er, wollte ich vorstellen, unsere Ausbilderin als Karte. Jawohl. Sehr nice gemacht. Gib mir 5. Super. Hast du gut gemacht. So, und jetzt gehen wir runter und werden sofort speichern. Um diese Karte einfach nur zu behalten und dann hier nochmal anzufangen. Das machen wir jetzt, den Weg mache ich mir auf jeden Fall, den würde ich mir sogar 10-mal machen wegen so einer Karte. Weil wie gesagt, es einfach eine gute Karte ist. Und sie auch ein A hat und das bedeutet eine 10. Ein A-Buchstabe auf einer Karte lautet, also ist so viel wert wie eine 10. Ist also mehr wert als 0. Und das ist schon viel. So, und jetzt wird es Zeit nach den ja, Captain und Paten noch mal hier ein bisschen Reiz und lassen wir Paten jetzt beim Hausmeister, ne, oder müssen wir anders hin, ist deine Entscheidung. Ich würde sagen, wir haben abgespeichert. Ist nicht so weit weg zum Hausmeister, also gehe ich da hin. Und verliere bitte keine Karten. Ich werde es versuchen. Außerdem, wir könnten doch eigentlich umziehen gehen. Ah, nee. Du wolltest ja umziehen.
am Ende der Folge. Genau, der Husten ist echt schlimm, Leute. So, und das ist das Zeichen, dass wir hier auf jeden Fall einen Cut machen müssen nach dem Spiel. Und ja, der Pate wird euch jetzt noch ein paar Kampfspiele zeigen und ich bin gleich wieder da. Ja, entschuldigt Leute, ich habe mich konzentriert, deswegen habe ich jetzt nichts gesagt. Ich habe mir gerade die Invictus-Karte geholt. Und wie ihr gesehen habt, die war ziemlich stark. Oh, daran habe ich jetzt nie gedacht. Aber das werden wir sofort ändern. Die ist auch sehr stark, die werde ich nehmen und wieder eine neue Karte. Und nicht, dass nochmal so ein passiert, so ein Malheur, wie es war, gehe ich jetzt nach jeder neuen Karte speichern. Vorhin schon gesehen, er hat sehr gute Karten. Zum Beispiel der Morbul ist auch dabei gewesen vorhin, als ich leider verloren habe. So. Und jetzt werde ich das Küsschen mir krallen. Perfekt. Diesmal mache ich nicht nochmal den Fehler. Jetzt setzen wir rein. So, und somit habe ich mit 2 zu 8 gewonnen. Wie gesagt, Küsschen. Ich spiele noch eins, speichern kann ich noch einmal. Oh, jetzt ist er übermütig. Ich habe Mut gefasst, Freunde.
Ja, das geht. Diesmal geht's so. Und dieses Spielchen habe ich gewonnen. Also der Baramut, der hat es euch wahrscheinlich schon erzählt. Das ist eines meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation gewesen. Also gesagt, ist es immer noch. Und es gibt hier sehr viele Geheimnisse. Karten spielen tue ich natürlich gerne, wie ihr seht. Mache ich eigentlich bei jedem Spiel. Ich muss bloß die Regeln wissen. Dann habe ich keine Probleme damit. Ja, und bin wieder eingetroffen. Wir hatten hier ein bisschen in der Wohnung mit meinem Lebensgefährten. Gerade will was zu tun noch. Deswegen muss ich mal ein, zwei Maschinen ausstellen, was rein tun wieder anstellen. Deswegen war ich jetzt ganz kurz weg. Ich hoffe, der Pate, der hat euch was verraten hier. Wir machen jetzt gleich einen Cut. Und dann sehen wir uns in der 6. Folge wieder. Aber erstmal lassen wir hier noch das Spiel zu Ende gehen. Ja, da ist es auch schon. Super. Hast du eine Elbiode schon? Nein. Du nimmst eine Elbiode. Ja. Genau, super. Der L-Neure. Dann haben wir uns. Gut, dann absolut falscher Punkt, abspeichern. Habe ich theoretisch bei jeder Karte gemacht. Ja, wenn du abspeicherst, würde ich sagen, es war meine Ehre. Und so, trotz dem kleinen Zwischenfall und sowas, das tut uns leid, aber passiert auch mal. Und ja, wir verabschieden uns, der Karte und ich, der Baramut, mit einem frohen Nachladen mit Zauber und GF. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Tschüss.